Freunde, das hier sind alles Dreierblister. Ich habe aussortiert und ich dachte, hier sind einige Dreierblister dabei, die ich gerne noch öffnen würde. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen, die ich noch sealed behalten will, aber diese Dreierblister hier alle, ne, die sollen alle geöffnet werden. Deswegen dachte ich mir, wir machen ein neues Format. Jeden Mittwoch oder immer mal mittwochs machen wir hier so ein Dreierblister in einem Kurzvideo auf. Und wir fangen heute an mit Obsidian Flammen. Da so könnt ihr das sehen. Hier, Obsidian Flammen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein und öffnen das jetzt hier. Denn, ja, die müssen halt irgendwann auch mal gerippt werden, ne? Und Obsidian Flammen, was können wir denn da überhaupt ziehen? Wir könnten hier, wir könnten hier das Glurak ziehen, ne? Und das wollen wir eigentlich auch gerne ziehen. Mal gucken, ob wir hier Glück haben. Ich habe im Moment ein bisschen Packluck, aber wir schauen mal. Wieder ein Blister, genauso wie bei dem Back to School Video. Ah, aber guck mal hier, das geht besser auf, da kommt man direkt dran. Übrigens, das ist ja mal sehr, sehr fragwürdig, ne? Also mit diesem, wie das da drin war. Da haben wir 1, 2, 3 Packs Obsidian Flammen und, na, was haben wir noch hier? Der Müll erstmal zur Seite. Wir haben Evoli im Galaxy Foil Effekt. Das ist doch mal süß. Oder? Was sagt ihr? Gefällt euch die Karte? Mir gefällt sie. Ich meine, es ist halt sogar eine Blackstar-Promo, sehe ich gerade. Also zumindest das, ne? Und Galaxy voll. Das ist schon mal süß. Die lege ich mal hier so zur Seite. Und einen Code, den könnt ihr nutzen. Und dann gehen wir hin. Und ich würde sagen, wir öffnen mal das erste Pack. Ja, was können wir ziehen? Wir können Glurak ziehen. Ich glaube, Glurak ist auch so die... Einfach die wertvollste Karte aus dem Set, die anderen Karten. Achso, ich glaube, was ist das noch? Ein Tauboss können wir, glaube ich. Tauboss, Tauboga, ne? Tauboga? Tauboss, Tauboga. Können wir, glaube ich, auch noch. Ich kriege diese. Ach komm schon, dieses Pack will nicht aufgehen. Das ist der Vorführeffekt wieder. Können wir auch noch ziehen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Karte. Und vor allen Dingen, die sieht halt auch cool illustriert aus. Wir schauen mal. Na? Müll zur Seite hier. Sorry. Code für euch. Eins, zwei, nein, Moment, eine nach vorne. Das ist ja schon Kamisin und Purpur. Und was haben wir? Wir haben Ignivor, Bautz, Skobble, Olini, Gemanzo, Ulitena, na, Rüpel vom Team Star, Wuffels, Togedemaru und Dragoran X. Naja, immerhin schon mal ein Hit hier, ne? Das ist ein Hit. Nimm mal mit. Ist jetzt nicht das der Superhit, aber Dragoran. Dragoran sollte eigentlich auch mal in den neuen Sets, die rauskommen, sollte Dragoran einfach mal eine coole Karte bekommen. Eine coole Full Art bzw. Special Illustration wäre, finde ich ziemlich cool, wenn sie da was machen würden. Aber ich bin auch mal gespannt, die neuen Sets, da kommt ja dann hoffentlich bald ein Team Rocket Set. Wieso geht es denn nicht hier auf? Ich will nicht die Schere nehmen, nachher schneide ich hier wieder was an. Na? Ich muss die Schere nehmen. Ja, also da kommt ja wahrscheinlich mit sehr viel, also was heißt mit sehr viel Glück? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein Team Rocket Set kommt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt gut. Das wird wahrscheinlich so ein Nostalgie-Set wie das 151-Set, denke ich mal. Und dann schauen wir mal. Magnetilo, Evoli, Tengara, Hundaster, Kravell, Gladi Imperio, Fragrunz, Hundaster nochmal, Paragoni und nur ein Lepomentas. Naja, Last Pack Magic hier. Wir hoffen es einfach mal. Das wäre super, wenn wir hier im letzten Pack jetzt noch sowas richtig Gutes rausziehen würden. Obsidian Flammen kommen aber auch noch mal irgendwann. Also ich habe auch jede Menge, vor allem den Astralglanz hier liegen von den Dreierblistern. Da müssten wir mal gucken, wie ich das aufteile. Aber da werden wahrscheinlich ein paar, immer mal wieder hintereinander Astralglanz geöffnet, weil da sind einige Blister. So, gut für euch. Und gehen mal rein. Feuerenergie, das wäre doch schon mal was fürs Glurak. Spoink, Zapladin, Geweiher, Flampion, Poppy, Lunastein, Aboretos, mein Gott. Froxy,
Oh, Ferkuli. Ferkuli ist ja auch geil. Das ist ein süßes Artwork. Jawohl, nichts weiteres. Aber Ferkuli, schaut mal hier. Das ist doch ein sehr süßes Artwork. Naja, es ist kein Glurak geworden, aber es ist immerhin Ferkuli geworden. Und Ferkuli nehme ich auch gerne mit. Das ist nämlich ein süßes Artwork. Und ja, ich würde sagen, 2 Hits aus 3 Boostern kann sich sehen lassen. Und ja, wir schauen nächste Woche Mittwoch nochmal rein in nächstes Dreierblister und am Sonntag ins nächste Video. Ansonsten schaut gerne ins Video von Sonntag. Da haben wir alle Back-to-School-Produkte von 2024 geöffnet. Schaut rein, was wir da geöffnet haben und was wir gezogen haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und wir sehen uns morgen in den Shorts. Bis dann.